Ja, meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski, der heiße Draht in den Bundestag. Es ist Montag, es ist der 16. Oktober, damit haben wir Bergfest im Oktober. Der Oktober hat ja 31 Tage, ja. Ist also ein üppiger Monat, ja, und wir haben jetzt Halbzeit. So, die Hälfte ist rum, jetzt kommt die zweite Hälfte. Genügend Zeit, Unfug anzustellen hatten wir bisher, haben wir auch gemacht, im positivsten Sinne. Ich sage jetzt mal wir, Bundesregierung. Wir machen aber noch mehr und wir steigern uns jetzt. Und jetzt geht's los mit hervorragenden Nachrichten, Freunde. Und ich wäre nicht Robert Götz, Matuszewski, wenn ich nicht gleich mit einer Knallernachricht durchstarten würde. Und zwar hier, die SPD schäumt nach Grenzblockade von Schmilka vor Wut und fleht die Bürger an, SPD-Mitglieder zu werden, um sich den Freien Sachsen entgegenzustellen. Was ist passiert? Die Freien Sachsen haben in Schmilka ein Grenzörtchen, haben da einfach mal die Grenze dicht gemacht, um illegale Einwanderer hier daran zu hindern, ins Land zu strömen, weil sie sich gesagt haben, der Olaf Scholz, unser Führer, unser Kanzler, ja, Olaf Scholz, der hat mir die rote Uhr geschenkt. Der hat ja gesagt, ja, Staatsräson ist, Israel zur Seite zu stehen, und jeder ist jetzt, jeder Bürger, jede Bürgerinnen, alle vom dritten Geschlecht, sind jetzt aufgerufen, ja, antisemitische Übergriffe zu verhindern, ja, also auf der einen Seite, ja, ist es eine Straftat, ja, ja, natürlich, ja, na klar, wenn sich Kinder auf die Straße kleben und man sagt, ich möchte jetzt gerne mal ins Krankenhaus fahren, ja, oder zur Arbeit oder mein Kind von der Schule abholen und den hochhebt und beiseite stellt, Straftat, Selbstjustiz, nein, Wallah, Alhamdulillah, wird hart bestraft. Auf der anderen Seite, ja, sagt der Führer, der Olaf Scholz, ja, ja, ist jetzt aber über das oberste Bürgerpflicht, dass wir uns vor unsere jüdischen Mitbürger stellen und jeden antisemitischen Anschlag verhindern. Ja, na klar, ja, wir stellen uns der Pistole und dem Messer in den Weg und sagen, hierher und nicht weiter. Das ist okay, das ist dann keine Selbstjustiz. Das ist gut, das ist linke, schlinkstaatig und zivilcouragig, und damit hat der Scholz natürlich recht, ja. Ist ja auch total ungefährlich, kann man ja mal machen, ja. Ja, na klar, stellen wir uns da einen Weg, wir rufen gar nicht erst die Polizei. Das regelt ein anständiger linker Deutscher von ganz alleine. Aber deswegen haben sich die Freien Sachsen gesagt, ja, das machen wir, oberste Bürgerpflicht. Wir müssen unsere jüdischen Freunde schützen, deswegen machen wir die Grenze dicht, damit keine Terroristen reinkommen. So, und jetzt regt sie die SPD auf, ja. Natürlich hat die SPD recht, ja, also sie hat natürlich recht, ja. Aber die Freien Sachsen haben Unrecht, aber Herr Scholl hat auch recht. Na, ihr versteht mich schon. Carola Bönker, vielen herzlichen Dank. Und mein Dank geht an Peter Wolf. Und jetzt geht's weiter, hier. Wir werden alle Orte, an denen die Hamas sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln. Benjamin Netanyahu, richtig so. Ja, da wird jetzt mal hart durchgegriffen. Sehr gut, Schalömchen an dieser Stelle. Das war's dann wohl mit Berlin, würde ich sagen, oder? Aber ist egal. So. Das muslimische Ägypten lässt keine muslimischen Palästinenser rein, denn man wolle keine Terroristen im Land. Naja, gut, okay, ja, ey. Touristen meinten sie. Sie meinten Touristen, keine Terroristen. Touristen, Terroristen meinten sie nicht. Sie meinten Touristen. Sie wollen keine Touristen im Land haben. Dann hier ein sehr, sehr sympathischer Typ hier. Dmitri Kuleba, ukrainischer Außenminister. Der hat gesagt, wirklich, ich habe mehrmals in einer, sagen wir das, diplomatisch offenen Art und Weise geäußert, ihr Deutschen seid uns etwas schuldig. Ja, natürlich. Wallah, Alhamdulillah. Wir sind den Ukrainern alles schuldig. Freunde, ich bin der Meinung, die BRD sollte sämtliche Staatseinnahmen direkt überweisen an die Ukraine. Ich sage an dieser Stelle aus tiefster Überzeugung, Slava Ukraina, Slava Dmitri Kuleba, Slava Zelensky. So, natürlich sind wir denen was schuldig, kann aber wohl nicht wahr sein. Ja, wir sind denen was schuldig, wir sind denen was schuldig. Ja, regt mich auf, wenn es jemand anders sieht. Also wirklich. Dann hier, ein mutmaßlich 26 Jahre alter palästinensischer Beschuldigter hat am Sonntag in der Nürnberger Steinhofer Straße zwei Molotow-Cocktails auf eine Unterkunft für syrische Kriegsflüchtlinge geworfen. Böse Zungen sagen, wunderbar, da machen wir wieder einen Strich mehr in rechtsradikaler Anschlag. Reichsbürger, sehr gut. Tino Chrupalla und Sarah Wagenknecht stehen auf der offiziellen ukrainischen Todesliste. Naja, gut, okay, ich meine, wer steht da nicht drauf, ja? So, und dann hier ein Berliner Wohnungsbauunternehmen, und zwar Hovoge, ja, hat 288 Wohnungen fertiggestellt. Jetzt konnte man sich bewerben. Es haben sich innerhalb von 30 Minuten 43.000 Bewerber und Bewerberinnen beworben. Es ist das beste Deutschland aller Zeiten. Juhu. Angeblich, und ich schiebe es gleich mal vorweg, alles russische Propaganda. Ich sage euch das bloß, damit ihr wisst, was die bösen Russen hier verbreiten. Es stimmt nicht. Weil russische Propaganda. Netanyahu befahl der israelischen Armee, während der Hamas-Angriffe 7 Stunden lang nicht einzugreifen. Der israelische Premierminister Netanyahu hat der Hamas bewusst erlaubt, israelische Zivilisten zu ermorden. Die israelische Armee hat den Befehl, während des Hamas-Angriffs 7 Stunden lang nicht einzugreifen. Das behauptet zumindest Cecil Rottmann von der Jewish Pro-Life Foundation. Freunde, so einfach geht russische Propaganda. Ja, stimmt doch zwar, ist doch aber nicht
nicht richtig. Warum sollte er das tun? Pah, kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, Epstein Opfer nach Aussage gegen Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell tot aufgefunden. Ja, gut, okay. Hat aber nichts mit der Aussage zu tun. Nein. Dann gibt es jetzt eine kleine unwesentliche Änderung des Volksverhetzungsparagrafen aufgrund der antisemitischen Aktivitäten der Palästinenser in Deutschland. Böse Zungen sagen, ja, aber die kommen auf keinen Fall vor Gericht. Da steht nachher Martin, Michael und Gisela vor Gericht. Erster Schnee in Sachsen, Touristen von dichtem Schneetreiben überrascht. Ach ja, Freunde, wir haben Global Cooking. Die Welt wird immer heißer. Irgendwo muss doch die Restkälte hin. In diesem Falle nach Sachsen, ja. Dann eine schlechte Nachricht aus Amerika. Wir gehen jetzt mal international. Ja. USA. Nur 1,3% der US-Bürger entschieden sich für die Covid-Booster-Impfung. Und ich würde an der Stelle sagen, Freunde, wir bleiben zu Hause. Wir tragen 4 FFP2-Masken übereinander, einen Darmstrumpf drüber und lassen uns boostern. Ich war vorhin in einer Apotheke. Ich brauchte ein paar Pflaster. Und ich wollte bezahlen, das ging nicht, weil diese Geldzahlschale war so unter so einer Plexiglasscheibe, die da so hing. 16. Oktober 2023, die hing da so. Und ich konnte da nicht sagen, so, aber warum ist hier die Scheibe? Ja, ist wegen den Viren. Ich sag zu der Apothekerin, ja, aber die Viren können ja hier unten drunter durch. Und gucken Sie mal hier, hallo, hallo, und hier, ja, und hier oben, ja. Und da sagt sie, ja, aber... Sie wissen doch ganz genau, wie gefährlich die Viren sind. Ich sage, ja, aber die Viren wissen auch ganz genau, dass sie drunter, drüber, rechts und links vorbeischwirren können, oder? Ich sage, Sie sind doch Apothekerin, Sie müssen es doch wissen. Sie sagt, nein, das ist nicht so. Gut, okay, wenn die Apothekerin sagt, das ist nicht so, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so. In Massachusetts, schwieriges Wort, muss ich noch lernen, bittet man nun die Familien, illegale Einwohner im eigenen Häuschen aufzunehmen. Das gefällt mir sehr gut. Hab das schön sortiert, ne? Amerika 1,3% nur geboostert und dann gleich rüber nach Massachusetts. So. Heike Grasse, ich sage danke. Und hier, Sonnebergs Landrat Sesselmann bittet um Millionen für Kliniken, aber der Landeschef Dingens hier, wie heißt denn der von Thüringen, der sich in die Macht geputscht hat da mit demokratischen Mitteln hier. Naja, der hier halt. Der hat gesagt, nö, ist nicht. Wie heißt denn der hier? Hab den Namen schon verdrängt, ja. Ramelow. Thürings Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer hat wegen des blutigen Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor zunehmenden Gefahren in Deutschland gewarnt. Radikalisierte Hamas-Sympathisanten könnten es nicht mehr nur beim Demonstrieren und bei Hasstiraden und einzelnen körperlichen Angriffen belassen, sondern möglicherweise konkret Anschläge gegen jüdische und israelische Einrichtungen und Personen verüben, sagte Kramer in Handelsblatt. Das ist nicht ganz richtig, Herr Kramer, ich widerspreche Ihnen. Die größte Gefahr in unserem Land geht von der AfD aus und von rechts. Punkt, aus, Ende. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Schlechte Nachrichten für die Ampel, also SPD, FDP und Grüne kommen zusammen laut Umfragen nur noch auf knapp 33%, hingegen die AfD auf über 23% kommt, was uns wiederum zu der Schlussfolgerung bringt, dass wir die Alternative für Deutschland endlich verbieten müssen. Wir müssen sie jetzt verbieten. Thomas Schnittker, ich sage vielen herzlichen Dank. Und dann haben wir die Deutsche Vermögensberatung. Deutsch sagt, wie der Name schon sagt, da arbeiten dann auch nur Deutsche. Ich lese mal kurz vor. Emre Bükrükü, Mehmet Çeliktürk, Yasar Akıngöz und Muhammed Çeliktürk und Denis Dançkovic und Valdet Kuzyetsi, Nurdin Kadurka, Berat Kalinci und natürlich unser Alihan Yenfidit. Ja, und Teams. Da ist sie. Ich zeige euch, da zählt kein Mucks hier. Da ist sie, die Deutsche Vermögensberatung. Ja, da arbeiten dann auch wirklich anständige Deutsche. Ja, da hat man auch gleich Vertrauen, dass sie den Vertrag richtig ausfüllen, weil sie alles, was drinsteht, gut verstehen. So. Es sei denn, er ist in Deutsch. Monika von der Heide, ich sag mal, vielen herzlichen Dank für deinen lieben Kommentar. Und dann gibt es jetzt hier die neue Zelensky-Biografika hier. Da ist sie, ja, etwas runtergesetzt von 30 auf 2. Ich weiß nicht, ob da 30 Schekel waren vorher oder Slotty. Auf jeden Fall 2. Es kostet bloß noch 2, ja. Das ist es auf jeden Fall nicht wert. Ja, Freunde, Dr. Rainer Füllmich, ja, das ist ja dieser Querdenker, dieser Querulant, ja, dieser Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner, das Beste zum Schluss. Dr. Rainer Füllmich, wir hatten ja jetzt den Michael Ballweg 9 Monate zu links im Gefängnis. Er wurde dann rausgelassen, jetzt hat ein Richter gesagt, nö, Prozess lasse ich nicht zu, gibt es keine Grundlage, ist nicht. Da haben wir uns überlegt, ich sage jetzt mal wir. Dann schnappen wir uns jetzt den Rainer Füllmich, weil komischerweise zeitgleich zu dem Moment, wo der Richter sagt, nö, ich klag nicht gegen den Ballweg, haben wir uns überlegt, dann holen wir uns jetzt den Füllmich. Und jetzt hat in Mexiko, wo der Füllmich sich versucht hat zu verstecken, haben die Mexikaner gesagt, Visum ist nicht, Pass ist nicht, hau ab, raus hier, wir wollen dich nicht, haben den rausgeschmissen, jetzt ist der nach Frankfurt geflogen, wo sollte er hin? Und in Frankfurt klickten hier,
Die Handschellen. Juhu, jetzt haben wir den Dr. Rainer Füllmich im Gefängnis. Und jetzt werden wir mal an ihm ein Exempel statuieren, Freunde. So läuft es im linkischen Linksstaat aller Zeiten. Das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Und ich würde mal sagen, lebenslänglich. Oder was meint ihr? Ich würde sagen, lebenslänglich Arbeitslager. Oh, ist das schön. Sabine Borchardt, danke für deinen lieben Kommentar. Und Klimbim, danke für deinen Kommentar. Ja, Klimbim kommentiert bei mir, wo sonst? So, dann haben wir noch was Schönes. In diesen Tagen sind wir alle Israelis. Annalena Baerbock. Ja, natürlich, Walla, Alhamdulillah. Ja, und morgen sind wir wieder alle Ukrainer. Und übermorgen sind wir alle Afghanen. Dann sind wir alle Sudanesen. Und dann sind wir alle Amerikaner. Ja, eins sind wir auf keinen Fall. Deutsche. Auf gar keinen Fall sind wir Deutsche. Deutsch. N-A-Z-I. Die Köterrasse. Ja, man kann ja den gemeinen Deutschen ganz einfach als Köterrasse bezeichnen. Ist straffrei. Hat ein Gericht in Hamburg entschieden. Kann man machen. Walla, Alhamdulillah. Die Köterrasse. Ja, was man nicht machen darf als Student in Deutschland, zu sagen, ich zitiere nur, dass der Dreckstaat Deutschland, dass Deutschland ein Dreckstaat ist. 1500 Euro Strafe. Jetzt sagen böse Zungen, Moment mal, wenn man die Deutschen als Köterrasse bezeichnen kann, aber den Staat nicht als Dreckstaat, wo ist der Unterschied? Ganz einfach. Böse Zungen sagen, Staat ist Staatsfläche, Staatsvolk und Staatsgrenze. Ja, so. Dann neulich schrieb mir einer, hat mir extra eine E-Mail geschrieben. Das gibt auch die Staatsmacht. Du hast da keine Ahnung, so sinngemäß. Ja, misst nicht nur, dass die Staatsmacht vom Staatsvolk ausgeht in einer Demokratie. Aber ist egal. So, und jetzt kommen also böse Zungen, die sagen, Moment mal, wenn man den Staat als Dreckstaat bezeichnet und dafür bestraft wird, aber straffrei sagen kann, dass die Staatsbürger, das Staatsvolk eine Köterrasse ist, dann ist das doch ein Widerspruch, entweder oder. Nein, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Und wenn man es richtig wissen will, dann holt man sich Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch. Und wenn ihr es noch nicht habt, holt es euch jetzt mal. Link hängt hier drunter. www.claudiusfarbig.de. Danach seid ihr wieder gut drauf. Beste Zusage. Also, in diesen Tagen sind wir alle Israelis und so ist es auch, liebe Annalena Baerbock. Schalömchen. Oh ja, Freunde, ich sag mal dem lieben Eduard Merz herzlichen Dank. Eduard, was soll ich sagen? Danke. In Berlin hatten laut Bildungsgewerkschaft GEW 2/3 der neu eingestellten Lehrer weder einen Lehramtsabschluss noch ein Schulfach studiert. Warum auch? In Mecklenburg-Vorpommern lud das von der linken Politikerin Simone Oldenburg geführte Bildungsministerium per Brief interessierte Eltern zu Infonachmittagen, um ihnen als Seiteneinstieg als Lehrer den Seiteneinstieg als Lehrer schmackhaft zu machen. Böse Zungen sagen, Moment mal, wir haben gerade 100 Milliarden Euro Schulden gemacht. Ach nein, Sondervermögen, um in die Rüstung zu investieren. Aber wir haben kein Geld, vernünftig ausgebildete Lehrer einzustellen, die natürlich einen Lehramtsabschluss haben, natürlich ein Schulfach studiert haben und selbstverständlich auch Pädagogik zu Ende studiert haben. Solche Leute müssen wir auf unsere Kinder loslassen, denn das ist das Wichtigste, was wir haben in unserem Land. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gas, wir haben kein Gold, wir haben kein Uran, wir haben keine Diamanten, ja, wir haben auch keine große Kornkammer, wir haben gar nichts. Wir haben nur unsere Denker und Dichter. Hier sind über 120 deutsche Erfindungen drin. Das ist das, was wir haben. Die deutschen Erfinder, Denker, Künstler, Poeten, das Land der Dichter und Denker, das haben wir. Aber wenn wir unsere Kinder verblöden, weil wir den Eltern sagen, du kannst auch Lehrer sein, Quereinsteiger. Was hast du vorher gemacht? Maurer? Wunderbar, ja. Böse Zungen sagen, allerdings wird der Maurer als Lehrer wesentlich kompetenter und besser sein, weil er gesunden Menschenverstand hat, als die studierte Bratze. Aber gut, böse Zungen, nicht meine Worte, ich zitiere nur. Freigegebene Gerichtsakten in Guantanamo Bay deuten darauf hin, dass einige der Terroristen vom 11. September 2001 CIA-Agenten waren. Ach Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Und bevor ich jetzt das Knaller, das Highlight des Tages raushaue über Russland, oh Freunde, ihr werdet es kaum glauben, was ich hier habe, möchte ich mal Danke sagen, dass ihr wieder dabei wart am Montag hier auf YouTube. Und da ihr meinen Kanal jetzt abonniert habt, vielen Dank für euer Abo, vielen Dank für euren Daumen nach oben, vielen Dank für euren lieben Kommentar. Und wenn ihr meine Arbeit hier wertschätzt, sie lebt ausschließlich nur von eurer Unterstützung. Dank euch ist das hier überhaupt nur denkbar und möglich. Ansonsten müsste ich etwas anderes machen derzeit. Danke von Herzen, klitzeklein oder groß, es hilft mir und macht die Arbeit möglich. PayPal und Konto hängt hier drunter. Danke für die Mühe. Und derweil ich jetzt weitermache, möchte ich euch bitten, wenn ihr gerade nicht gut drauf seid oder krank seid, im Krankenhaus mit einer ganz schlimmen oder weniger schlimmen Diagnose, bitte ich euch herzlichst, werdet schnell wieder gesund. Denkt dran, unsere große Gemeinde, fast 100.000 Abonnenten und Abonnentinnen auf allen Kanälen schicken euch jetzt gute Energie, damit ihr ganz schnell wieder oben auf seid und tatkräftig mit uns standhalten könnt, optimistisch sein könnt, Tatkraft zeigen könnt und zusammenhalten könnt.
Habe ich schön gesagt, oder? So. Ein Gruß von Bruno, Kevin, Jerome, meiner lieben Frau Martina. Und jetzt kommt die Highlight-Nachricht des Tages. Naja, eigentlich war das der Dr. Rainer Füllmich. Das war eigentlich das Highlight, oder? Aber das ist auch gut. Hier. Könnt ihr doch? Ja. Russland greift mit Pinkel-Video in Schweizer Wahlkampf ein. Der Schweizer Nachrichtendienst ist sicher. Russland versucht auch in der Schweiz Einfluss auf die Wahlen zu nehmen. Dazu nutzten die Trolle, etwa das Video eines pinkelnden Afrikaners, das im Netz eifrig die Runde machte. Böse Zungen sagen, also wenn die Politiker ja, und die Politikerinnen in der Schweiz und die Parteien so wenig drauf haben, dass ein pinkelnder Afrikaner die Wahl verfälschen kann, ja, dann haben sie es sich anders verdient. Böse Zungen, nicht meine Worte, nein. Russe schlecht, Putin schlecht, Assad schlecht, AfD schlecht, Trump schlecht. So, merken. Ihr unterstützt bitte CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem vielgeliebten Präsidenten Steinmeier. Und wählt auf gar keinen Fall die böse Alternative für Deutschland. Heute übrigens um 17 Uhr startete auf meinem Zweitkanal Robert Götz Matuszewski Premiere. Passt das? Ja. Robert Götz Matuszewski Premiere auf YouTube. Ein kurzes Video mit dem Stefan Protschka, Chef von der Alternative für Deutschland Bayern, und Claudius Fabich, der Buchautor. Übergabe des Buches an den Stefan Protschka. Er hat sich gefreut. Könnt euch anschauen bei Robert Götz Matuszewski Premiere. Ja, die Werbewochen sind noch nicht vorbei. Freunde, wichtigste Botschaft. Ich, Robert Götz Matuszewski, hab euch lieb. Punkt. Aus Ende. Übrigens noch so viel zum Thema YouTube. Hier dieser eine, Claudius Fabich, der hat ja noch so einen kleinen Kanal hier auf YouTube. Elvis Lift, der King lebt. Da hat er ein Video hochgeladen, 51.000 Aufrufe. Zweite Video, 38.000 Aufrufe. Dritte Video, 1.600. Vierte Video, 800. Fünfte Video, 300 Aufrufe. Ja, ist egal. Wiederum das fünfte Video wurde allein auf Telegram 5.000 Mal, also 5.000 Mal knapp gesehen. Also nur auf Telegram. Plus auf Getter noch. Aber hat nur 600 Aufrufe bei YouTube. Ist merkwürdig, oder? Ja. YouTube, die zensurfreiste Plattform von der ganzen Welt. Toll, gefällt mir gut. Auf in den Abend, auf in die Nacht, wann immer ihr das Video seht. Nicht vergessen, ich hab euch lieb. Ja, und wer hier neu ist und sich wundert, hier wird nicht geölt gegen Putin. Habt ihr mitbekommen? Ja, Europa importiert immer mehr Öl und Gas aus Russland. Und BRD holt auch Gas aus Russland, aber über die Ukraine. Ja. Aber nur nicht direkt, weil direkt wäre ja günstig, ja? Günstig kann jeder. Wir können nur billig.